Shalom, shalom. Allerliebste Segensgrüße aus der Perle Afrikas. Wir sind heute in Uganda in unserem Hotelgelände und wollen eine Botschaft an die Herzen der Gläubigen der Welt schicken. Und ich freue mich so, dass ich in dieser wunderbaren Gesellschaft sein darf von drei Männern Gottes. Der erste ist der Daniel Exler, Pastor in Pforzheim von strahlender Freude. Der nächste ist Justin Birici, ein Kenianer, der aber in Europa lebt, eine wunderbare deutsche Frau hat, zwei wunderbare Söhne, genau. Und der zwei Kontinente verbindet. Und dann noch Benny, ein Mann, der wirklich von Gott total transformiert wurde. Ja. Und er wird uns Fragen stellen und wir werden beantworten. Wir glauben, wir haben eine Botschaft an die Gemeinde Jesu der Welt. Denn es kommt eine vollkommene Umschichtung der gesamten Gesellschaft. Wir haben bisher gelebt, ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier. Aber jetzt kommt eine ganz neue Ära, und zwar Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und wie das geschehen kann, werden wir hier in dem Ausmaß, wie Gott uns Offenbarung gegeben hat, euch wiedergeben. Also, bitte Benny, fang an mit deinen Fragen. Vielen Dank, Mama Maria. Es ist mir ein unglaubliches Privileg, heute hier sein zu dürfen. Ich moderiere mit einem Freund zusammen den Shift Empowerment Podcast und da reden wir regelmäßig darüber, wie sieht das Reich Gottes heute aus? Wie verändern wir Gesellschaft? Wie shiften wir Gemeinde zu einer transformativen Macht in der Gesellschaft? Und ich habe das Gefühl, ich habe hier drei Experten sitzen, wenn es um das Thema Reich Gottes geht. Und ich wollte euch fragen, was ist eure ganz alltägliche, ganz praktische Definition vom Reich Gottes? Weil das wird oft so abstrahiert von uns Gläubigen, so sphärisch dargestellt. Mama Maria, was ist Reich Gottes für dich? Ja, weißt du, ich bin ein sehr praktischer Mensch, also überhaupt nicht theologisch. Und da habe ich vor Jahren Gott gefragt, Papa, hast du auch Lasten? Dann sagt er, ja, sehr große. Sag ich, wirklich? Und die wären? Und dann hat er mir gesagt, die Armen, die Witwen, die Waisen, Israel, die Einheit im Reich Gottes und die Verlorenen. Und dann habe ich gesagt, ja, brauchst du da Hilfe? Sagt er, ja, sehr. Ich möchte, dass ihr auf Erden den Himmel herunterreißt und dass ihr auf dieser Erde mein Reich sichtbar macht. Dann habe ich gesagt, okay Papa, ich habe keine Ahnung, wie du mich verwenden kannst, aber ich stelle mich dir zur Verfügung. Kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst mich auch auf null reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen und gib mir Freude und Frieden, der die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und hatte keine Ahnung, was das beinhalten wird. Und jetzt komme ich aus dem Staunen nicht heraus. Er hat mein Gebet gehört, Weißt du, wir haben ja jahrelang gebetet, jahrhundertelang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Sind heraus aus der Kirche und haben gelebt, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns viel. Und es passt überhaupt nicht zusammen. Ja? Und ich habe jetzt schon jahrelang jeden Tag gesagt, Papa, ich glaube, dass du im Himmel alles vorbereitet hast. Und ich möchte, dass du mir zeigst, was du für heute vorbereitet hast. Und seither tue ich nur, was er mir zeigt, was er jeden Tag vorbereitet hat. Und das Ergebnis ist für mich ein Schock der Freude, ein Schock der Liebe, ein Schock, der weit meine Vorstellungen übersteigt. Und ich glaube, das war auch das Geheimnis von Jesus. Er hat nur getan, was er den Vater hat tun sehen im Himmel. Und deshalb war sein Leben einfach eine vollkommene, hundertprozentige Gemeinschaft mit dem Vater. Und das ist durch den Heiligen Geist geflossen. Und alle, die wir den Heiligen Geist in uns haben, weil wir eben erkannt haben, wir brauchen ihn, werden solche Zeugen auf Erden sein. Wir werden dort, wo wir sind, sein Reich herunterholen. Und wisst ihr, im Englisch, vor einigen Jahren habe ich ein Ehrendoktorat bekommen und das heißt auf Englisch PhD, ja. Dann habe ich ihnen gesagt, danke, danke, dass ihr mein Leben bestätigt. PhD heißt für mich Pulling Heaven Down. Das habe ich bisher gemacht
und das werde ich weiterhin machen. Ja, wie gesagt, aber außerdem habe ich noch einen zweiten Titel, BA, ja, das heißt eigentlich Bachelor of Art auf Englisch, aber bei mir heißt es Born Again, ich bin wiedergeboren. Da habe ich so einen dritten Titel habe ich auch noch, MD, das ist ein Medical Doctor, aber bei mir heißt es Master over Demons. Ich herrsche über Dämonen. Und so möchte ich euch allen, die zuhören, die drei Titel geben. PhD, einen Ehrendoktor, einen Bachelor of Art und einen Medical Doctor. Aber im geistlichen Sinn, ja, dass ihr von Neuem geboren werdet, dass ihr wirklich den Himmel herunterreißt, wo ihr seid, weil ihr gehört habt, was Gott im Himmel tut, was er auf Erden geschehen machen möchte. Und ich möchte euch den Titel geben eines Medical Doctors, also eines Mediziners, aber das heißt bei uns, wir sind Meister über Dämonen. Ihr Lieben, Gott hat so große Pläne für jeden, der hier zuhört, dass ihr es nicht glauben würdet, wenn es euch sagen würde. So, das ist mein Eindruck von Reich Gottes. Wow. Also Reich Gottes ganz praktisch den Himmel hier auf die Erde runterreißen. Genial. Und da zeigt uns Gott jeden Tag, wo er was vorbereitet hat. Mhm. Und was er vorbereitet hat, das ist ganz gleich, wie viel es kostet, das zahlt er. Ja. Gottes Wille, God's will is his will. Mhm. Sein Wille ist seine Rechnung. Und das lebe ich. Wir haben keinen Euro Schulden, aber auch keinen Euro Rücklage. Mhm. Wir sind permanent von dieser Gnade Gottes abhängig. Aber da müssen wir vorsichtig sein, dass wir nur das tun, wo er uns den Auftrag gibt. Mhm. Wow. Dankeschön. Daniel, ja. Ganz praktisch, Reich Gottes für dich. Was Reich Gottes ist, ja. Ja. Immer wenn ich sehe, dass Menschen geheilt werden, immer wenn ich sehe, dass Menschen verändert werden, befreit werden von Süchten, von Bindungen, von Schlaflosigkeit, von Traumaattacken, von Angstzuständen, dann ist für mich Reich Gottes angebrochen. Dafür lebe ich, wenn das Menschen freigesetzt werden, dafür diene ich, dafür gebe ich meinen Urlaub, meine Zeit, meine Kraft, mein Geld, alles für den, der alles für mich gegeben hat, und das ist Jesus. Jesus sagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Und es kommt nicht nur mit Worten, es kommt mit Kraft. Und mich begeistert das so zu sehen, wenn Menschen frei werden, wenn Menschen sich bekehren, wenn Menschen zu Jesus kommen, dann weiß ich, eins ist geschehen, das Reich Gottes ist angebrochen. Und das ist für mich ganz praktisch, Reich Gottes. Aber da müsste ich noch was hinzufügen, dass Gott dich von deiner unheilbaren Krankheit geheilt hat. Das ist das größte Zeugnis. Ja, ja. Ich habe selber erlebt, wie ich geheilt wurde von MS, Multiple Sklerose. Mhm. Ich bin frei geworden. Reich Gottes ist angebrochen. Reich Gottes ist reingekommen. Ich habe es gespürt, geschmeckt, und das ist das, was ich weitergeben will. Mit meinen Botschaften. Wir haben auch ein Buch geschrieben über Reich Gottes als ganze Gemeinde. Weil es ist eine ganz andere Art von Denken. Und da gibt es verschiedene Prinzipien im Reich Gottes. Aber letztendlich gibt es drei Punkte, die Bestand haben, die durchgehen. Und das sagt Paulus, ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist die größte. Und immer wenn ich sehe, dass in einem Haus Liebe herrscht, weiß ich, hier ist Reich Gottes. Mhm. Immer wenn ich sehe, dass Glauben irgendwo ist, da ist Reich Gottes. Da, wo ich sehe, dass Hoffnung und keine Hoffnungslosigkeit wie in unserer Gesellschaft ist, da sehe ich, da ist Reich Gottes. Da, wo Glaube, Hoffnung, Liebe ist. Und die Liebe ist die größte. Das ist für mich Reich Gottes. Ja. Okay. Glaube, Liebe, Hoffnung, ausgedrückt durch ganz viel Kraft, die Menschen heilt. Okay, Reich Gottes, Dankeschön. Gerne. Justin, oder wie ich ihn nenne, JB, aber das ist Justin Berici. What is the kingdom of God to you? Justin, was ist das Reich Gottes für dich? Peace, joy in the Holy Ghost. Frieden, Freude im Heiligen Geist. We are living it out. Wir leben es. We are experiencing it, and it's good to hear Pastor Daniel and to hear Mama Maria say this. Und es ist, wir leben es aus, und es ist gut, den Pastor Daniel zu hören und auch mich. When I came here and I saw the transformation and the empowerment and the process that is taking shape, I'm amazed. This is part of living the kingdom of God. Und wie ich hier gesehen habe, was sich hier entfaltet hat, was hier geworden ist in einer Wildnis, dann erlebe ich, das ist erlebtes Reich Gottes. We are called to disciple nations. Wir sind berufen, Nationen zu Jüngern zu machen. And this is a great commission. And Christ said, when I'm leaving you back, I'm leaving you guys with a task, with a job to do. Und Jesus hat gesagt, wenn ich wieder in den Himmel gehe, lasse ich euch mit einer Aufgabe hier auf dieser Erde. So practically what it means is what I'm going to demonstrate is roll up your sleeves and get to work. Und was ich hier jetzt euch zeige, als Christ, stirb die Ärmel rauf und fang an mit
Arbeit im Reich Gottes. We believe in transformation. So for me, I believe the kingdom of God is first you have to experience it, so you can give it out. So ich glaube auf Transformation. Und wir müssen zuerst selbst erleben, was wir weitergeben können. Because you cannot give what you don't have. Denn du kannst nicht geben, was du nicht hast. And that's what I'm strongly convinced of. Und, in my life. Und davon bin ich sehr überzeugt. So when I came here, I'm saying this is vision being lived in reality. This is God's kingdom in manifest presence. Und als ich gekommen bin, habe ich gesehen, hier ist Reich Gottes sehbar, spürbar. And thank you, Mama Maria, for demonstrating this and living it out with the team. Ja, er dankt mir, aber der ganze Dank gehört Gott. Ja. Ich bin Glory to him, but God uses people, right? Alle Ehre Gott, aber ich darf die Freude behalten. Yeah. So for me, this is part of it. I know it's a conversation developing. I would like to develop in this understanding, yeah. But I'm totally grateful in that understanding. Yeah. Ich bin sehr dankbar, was wir hier erleben, aber wir möchten noch mehr darüber sprechen, wie sich das entfalten kann. Mhm. Sehr schön. Also Reich Gottes, Transformation und Befähigung durch einen hindurch nach außen hin. Weil man nichts geben kann, was man nicht hat. Das ist ja auch mit deiner Heilung so gewesen. Ne? Du hast es erlebt im eigenen Leib und dadurch wusstest du die Macht, die du in dir trägst. Selbstverständlich. Ja. Jetzt haben wir es natürlich so, dass ihr drei das beruflich machen dürft, ja, das Reich Gottes bauen. Ja. Und irgendwie in der Gemeinde, in der Kirche haben wir häufig das Nonplusultra der christlichen Berufung, den Dienst am Herrn gemacht. Aber das ist ja nicht alles. Das ist ja nicht Reich Gottes für die meisten Gläubigen, oder? Wie sieht Reich Gottes im Alltag eines berufstätigen Menschen, eines Geschäftsmannes, einer Mutter, wie sieht Reich Gottes da aus? Wie verwirklicht sich Gottes Reich dort? Ja, ich möchte sagen, dass der Herr sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und an den Früchten werden wir erkannt werden. Und nicht nur an unseren Worten, sondern an den Früchten. Und da ist der rubber hits the road. Ja. Mhm. Und da viele wollen nur schweben in einem wunderbaren, herrlichen Zustand. Aber wie du sagst, Ärmel rauf und ran. Da ist Arbeit zu tun, da ist wirklich, und da müssen wir uns hineinbegeben in die Situationen und uns identifizieren mit den Menschen, die diese Not haben und sie dann herausholen. In der Gnade und in der Kraft Gottes. Aber das Allerwichtigste für mich ist nicht die materielle Veränderung, sondern die Veränderung der Herzen. Die Veränderung der Herzen. Und da waren wir gestern eben bei ehemaligen Prostituierten in Kampala. Und da spürt man so sehr, diese Frauen wissen, wovon sie befreit wurden, wovon sie geheilt wurden und was da für eine Freude ist. Ja. Ich nenne sie heute meine Prinzessinnen des Königreiches Gottes. Und ich glaube, wir werden noch solche Transformationen sehen. Mhm. Heute früh war eine Frau bei mir, die hier eine Mutter ist in einem Dorm, in einem Schlafraum von unseren Mädchen. Und die ist gekommen, und das wusste ich gar nicht, aber ihr Mann war fast 20 Jahre Todeskandidat in Kampala. Und ich habe jetzt jahrelang bei den Todeskandidaten gepredigt. Ja. Und der ist frei geworden. Im Juni ist er frei geworden. Und der möchte mich unbedingt treffen, weil er mir danken möchte, dass er jetzt Gott kennengelernt hat. Im Gefängnis, als Todeskandidat. Und jetzt mit Jesus lebt. Und seine Frau hier arbeiten darf bei uns. Und alle seine Kinder von uns gesponsert werden in der Schule. Er möchte mich jetzt treffen, um zu danken. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, was Gott hier tut, weißt du? Denn so viel, was wir tun im Namen Jesu, die Ergebnisse werden wir oft gar nicht, die werden wir oft erst im Himmel erfahren. Im Himmel werden wir oft sagen, was? Da war ja dabei. Halleluja. Okay. Aber es ist einfach eine Einstellung, ich repräsentiere Christus auf dieser Welt. Wie verhält sich Jesus in jeder Situation? Das ist die Frage. Nicht, wie würde er sich verhalten? Er ist da. Er ist allgegenwärtig. Ja. Und er wird dir zeigen, in jeder Situation, wie er sich verhält. Und dann das tun, was er uns zeigt. Das ist das Geheimnis. Ja. Da brauchst du gar nichts einfallen lassen. Nur in dieser innigen Verbindung bleiben. In dieser intimen Beziehung bleiben. Ja. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. Es wird eine vollkommene, ununterbrochene Abhängigkeit. Ich bin schon oft in der Nacht aufgewacht und es hat in mir gesungen. Mein Geist hat Gott angebetet. Ich habe gesagt, Halleluja, mach weiter. Ich schlafe weiter.
Ja. Nein, Gott will eine innige, intime, Exklusivbeziehung mit uns haben. Ja. Und bevor er die nicht hat, kann er nicht richtig durchbrechen. Und da sind wir die Bremsen. Gott möchte jeden von uns so segnen, dass die Welt vom Staunen nicht herauskommt. Und wir selbst auch nicht. Ja. Wow. Ganz praktisch. Wie sieht Reich Gottes aus für eine Mutter, für einen Handwerker, für einen Geschäftsmann? Also ich bin ja nicht im Vollzeitdienst in der Gemeinde oder im Reich Gottes, sondern ich arbeite erstmal voll als Steuerberater, bin da selbstständig und weiß, was es bedeutet, im Marketplace oder in der Geschäftswelt zu leben. Und ich habe Gott immer gefragt, Gott, soll ich Vollzeit in die Gemeinde, weil die mich haben wollten, soll ich Vollzeit im Berufsleben, weil die mich auch haben wollten. Und Gott sagt, nein, sei wie der Daniel, der ein Prophet fürs Land ist, im Alten Testament, und gleichzeitig ein Verwalter für den König, also mach beides. Und in meinem Leben habe ich gemerkt, das ist gut für mich selber und es ist genauso gut für die Leute, also für die Menschen, die um mich herum sind. Ich habe gesehen, wie ich wie ein Sauerteig bin. Amen. Ja. Amen. Du bist Sauerteig. Genau, ja, ziemlich Sauerteig. Genau. Und Jesus sagt es, ein bisschen Sauerteig verdirbt alles da drin und macht alles sauer. Und ich bin davon überzeugt, dass wir Christen, wir Reich Gottes Denkende, wir Bürger des Himmels, alle Gesellschaftsbereiche sauer machen dürfen. Ja? Ja. Sport und die Medien und die Bildung und die Mode. Oh, Halleluja. Gesundheitsbereich, alles, aber auch die Geschäftswelt. Und wir sind berufen, nicht nur in der Kirche zu sein, sondern in allen Bereichen das weiterzugeben. Ich habe einen sehr guten Freund und er hat eine hohe Position in einer weltweiten Firma. Und sein Gedanke ist, wie können wir Reich Gottes hineinbringen in die Geschäftswelt da drin. Ja. Und ich glaube, also ein Schlüssel, den ich schon verstanden habe, ist, dass da, wo wir sind, dass wir da keine Schauspieler sind, sondern dass wir einfach die Liebe weitergeben, das Wort weitergeben und mit unserer Liebe, die wir haben, das zeigen, was wir sind, nämlich das, was der Heilige Geist uns gegeben hat. Ein kleines Beispiel, ich habe durchs Steuerbüro mit sehr reichen Leuten zu tun und mit einem Mann, der hat 500 Mitarbeitern, habe ich mehrere Jahre geredet und der hat irgendwie gemerkt, ich habe irgendwas, was er nicht hat. Ich habe mich immer versucht zu pieksen die ganze Zeit, da hat er verschiedene Sachen probiert und nach ein paar Jahren sage ich zu ihm, hey, darf ich ihm meine Meinung sagen? Sag ich, ja. Sag ich, Sie sind reicher wie ich, Sie haben Schiffe und Autos und Häuser und Sie haben alles, was Sie wollen und Sie haben mehr wie ich. Aber etwas habe ich, was Sie nicht haben. Und das ist der Friede. Der Friede, den man nicht kaufen kann. Ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und das hat ihn genervt, weil das kann er nicht kaufen. Und dann hat er, war katholisch, hat er gesagt, ich komme zu Ihrer nächsten Messe. Und fand ich schön. Und da habe ich gemerkt, dass wir Sauerteig sind. Amen. Und die Leute suchen das. Sind wir nur Schauspieler, was wir irgendwas zeigen? Das wird ziemlich schnell sichtbar, dass wir dann abgeschoben werden und weggedrückt werden. Oder sind wir echt? Und die Leute pieksen und gucken, ob wir echt sind. Ja? Und ich möchte dich einladen, dass aus dir heraus immer nur Liebe und Glaube und Hoffnung kommt. Ja, nichts anderes. Und das ist das, was die Welt braucht. Wow. Und ich glaube, das ist dann Reich Gottes, wenn wir in der Art, da wo wir sind, als Mutter bei den Nachbarn, mit den Kindern Reich Gottes bauen. Ja, die nächste Generation an Männern und Frauen Gottes erheben. Wenn wir im Büro sind und dort Reich Gottes bauen, indem wir einfach die Liebe weitergeben, Jesus repräsentieren, egal wo wir sind, wenn wir im Krankenhaus sind, in den Medien sind, in der Schule sind, egal wo, dass wir da Reich Gottes mit dem, was wir haben. Weil jeder von uns hat eine Berufung. Jeder von uns hat eine Fähigkeit von Gott bekommen. Und das ist keine komische Abseitsfähigkeit, sondern die kannst du benutzen, um Reich Gottes in deiner Umgebung auszubreiten. Das wünsche ich dir von Herzen. Da macht das Leben Spaß. Ja. Darf ich da was ganz Kleines für die Österreicher hinzufügen? Wenn du Sauerteig noch nicht gehört hast, das ist Germ oder Hefe. Okay? Und wir sind Germ oder Hefe. Und durchdringen alles und durch uns. Das Mehl ist viel größer wie der Germ oder die Hefe, aber es durchdringt alles. Und es bringt neues Leben hinein. Und das sollen wir. Wir sollen die Dimension des Himmels in alles hineinbringen. Und da danken wir dir sehr. Seitdem ich so lebe, macht mein Leben Spaß. Ja, das glaube ich sofort. Ja, weil da lohnt es. Also ich lebe meine Berufung in dem, was ich bin. Egal wo ich bin, gebe ich Liebe Gottes weiter. Und das macht so
Freude. Viele kommen zu mir und fragen, wie komme ich in meine Berufung? Und so, nein, da geht es nicht darum. Es geht darum, die Liebe rauszugeben. Hier bist du schon drin. Genau, genau. Und dann macht das Leben Spaß. Amen. Das ist wirklich gut. Ja. Wow. Amen. Feiere ich so sehr. Ich meine, ich komme aus einer Generation ein bisschen nach euch, ja, und die Generation nach mir noch mal extremer. Wir suchen so krampfhaft nach unserer Berufung. Und dieser Gedanke, den finde ich selbst auch so unglaublich freisetzend. Du bringst deine Berufung mit. Amen. Der lebt in dir, deine Amen. Berufung. Schöne Mutterleib. Ja. Hast du bekommen. Genau, genau. Schön. Ja. Wow. JB, what is tangible kingdom culture in everyday life? Amen. I'm just getting excited and burning in my spirit right now. Ich fange an zu brennen in meinem Geist und ich werde sehr angespornt hier. When I hear from Pastor Daniel and from Mama Maria here, how they're living it, it's just incredible. So wenn ich von Pastor Daniel von mir höre, was wir leben, dann ist das fast unglaublich. And it's something Pastor Daniel said, I want to just follow up because I call this shift. Und was ich von Pastor Daniel gehört habe, das möchte ich jetzt noch einmal aufgreifen, denn er hat es Shift genannt, also Umwandlung, Umwälzung. And in a few minutes I will be introducing our privilege. I will be introducing and we will be launching my second book that I've written here, The Leader's Shift. Und ich möchte hier in ein paar Minuten mein zweites Buch, das ich geschrieben habe, und zwar die Umwandlung oder Umwälzung von Leitern, euch vorstellen. And there's some subtitle here that I have said we need to unlearn so we can relearn. Und ich habe hier als Untertitel genommen Umlernen und Neulernen für Führungskräfte. But also for you mamas at home and for you who think you have no responsibility, somehow you think your calling is not so important. Und da möchte ich auch zu den Müttern sprechen und auch allen Männern, die glauben, ach, meine Berufung ist nicht so großartig. I've written this book and I'm really, as I said, I'm grateful that we are officially dedicating it here and launching it here in my continent, in my land, back home, so we can change the world. So, und ich freue mich sehr, dass ich dieses Buch euch heute vorstellen darf und freisetzen für die Öffentlichkeit in dem Kontinent, aus dem ich komme, um eine Beeinflussung für die Welt zu geben. The goal is not trying to promote the book. The goal is trying to promote the kingdom principles that are livable, applicable in a day-to-day life style. Also bitte, das Buch ist nicht das Wesentliche, sondern die Botschaft, dass wir Weltveränderer werden, dass wir die Welt eben wie Sauerteig, Germ oder Hefe durchdringen mit Reich Gottes Prinzipien. So for me I believe we need to come to a place we have to unlearn the religious mindset that has trapped us to believe we can't live it in the spheres of society on a day-to-day basis. Und ich glaube, die größte Transformation, die wir brauchen, ist in den religiösen Kreisen, die geglaubt haben, dass das, was in der Kirche gepredigt wird, im Alltag draußen in der Welt nicht umgesetzt wird. That's why Paul says, and I'm glad this Bible, the word is sovereign over the books we write. It's good. Paul says in Romans 12. Paulus sagt im Römerbrief 12. This is very important for us to do it. Let's come on. We are spiritual people. Let's go for it. Let's do it. Lass uns jetzt Römer 12 anschauen. He says 12 verse 1 and 2. That's my focus. I appeal therefore to you brothers by the mercies of God to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Romans 12 1 to 2. Ja. Auf Deutsch. Ja. Ich ermahne nun euch, liebe Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So, not to conform, but to be transformed. To be Mama Maria, not to conform to the world, but to be transformed by the renewal also of our mind. Also nicht mit dem weltlichen Denken mitfließen, sondern die Welt zu transformieren, zu verändern mit dem Denken Gottes, mit den Prinzipien Gottes. Right now we are living at an age where humanism and the knowledge of human is trying to take present and think it's higher than the knowledge of God. Und momentan leben wir in einem humanistischen System,
wo wir glauben, das menschliche Verstehen ist größer als das Verstehen Gottes. I believe human knowledge is limited now. Und ich glaube hundertprozentig, das menschliche Verstehen ist sehr begrenzt. Mm. You have seen, the crisis has taught us, the wars in Europe, we are no longer in control. Und wir sehen, was in Europa gelaufen ist, jetzt mit dem Coronavirus, mit dem Krieg, wir sind nicht mehr in Kontrolle. God is in control. Gott hat die Kontrolle. We need supernatural wisdom. Mit übernatürlicher Weisheit. So we have to unlearn the old patterns and embrace God pattern, God principles, live by them. So müssen wir die alten Prinzipien, die weltlichen, fallen lassen und uns hineinbewegen in das Denken Gottes, in die Prinzipien des Himmels. The shift that is needed, the shift moment. Das ist dieses Umlernen, diese Umwälzung der gesamten Gesellschaft. And in all spheres of society, as Daniel says, let's live it out, let's demonstrate it on a day-to-day basis. Und das sollen wir in unserem täglichen Alltagsleben ausleben. Reich Gottes auf diese Erde zu bringen. So, the book is available and we will dedicate and pray for it with Mama Maria and Pastor Daniel. I'm privileged to have both of you here. Ja, wir werden das Buch jetzt freigeben für die Öffentlichkeit und es ist erhältlich jetzt in den Buchgeschäften, ja. Und wir wollen jetzt das Buch segnen, Pastor Daniel und ich, dass es wirklich zum enormen Segen für die Gesellschaft dieser Welt wird. Mama Maria, do you want to say something about the book, please, and encourage the audience to do what they need to do? Wisst ihr, Veränderung ist tägliche Aufgabe im Reich Gottes. Und da heißt es Umlernen und Neulernen. Wir sollen täglich unser Denken erneuern, nicht mit dem Fernseher, nicht mit der Zeitung, nicht mit dem WhatsApp, sondern mit dem Wort Gottes. Denn wie der Mensch denkt, so ist er. Und in diesem Buch lernen wir eben die Prinzipien, lernen wir, wie Gott zu denken. Und das ist das Wesentliche. Nicht wie wir denken oder wie wir gelernt haben zu denken, sondern wie Gott möchte, dass wir denken. Wie er alles sieht, so sollen wir es auch sehen. Und das ist eben die Gnade, die Gott dir gegeben hat. Das in eine Buchform zu geben, sodass wir es lesen können und uns daran orientieren, wie Gott möchte, dass wir denken. Denn ich glaube, dass Justin Berici hier von Gott gesalbt wurde. Nämlich schon jahrzehntelang hatte ich den Eindruck, wir als Christen, die wir eben der Germ, die Hefe, der Sauerteig sind, haben es total verpasst, den Einfluss in der Welt auszuüben, den Gott uns gegeben hat. Denn wir sind der Kopf und nicht der Schwanz. Und wir haben jahrzehntelang, jahrhundertelang als Schwanz gelebt. Und Gott möchte uns jetzt erheben als den Kopf. Und in allen Gebieten eben die Herrlichkeit Gottes hineinzubringen, die Gnade Gottes, die Gunst Gottes, die Freude Gottes, den Frieden Gottes, die Vergebung Gottes, die Transformation von Dunkelheit ins Licht. Und da empfehle ich jedem, dieses Buch zu lesen, aber natürlich vergiss nicht, die Bibel daneben zu lesen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wird dein Herz sehr berühren. So, und bitte, wenn du möchtest, dass Gott laut zu dir spricht, fang an, die Bibel laut zu lesen. Und du wirst sehen, wie Gott dein Hören schult. Denn Gott zu hören, ist das Geheimnis deines Lebens. Und das zu tun, was er sagt, ist die Fülle des Segens, die Gott freisetzen möchte für dich. Amen. Ja, ich bin begeistert, Justin, dass du diese Offenbarung bekommen hast. Ja. Das ist schon dein zweites Buch jetzt, gell? Ja, das zweite Buch jetzt. Ein heißt das Shift und dann das Shift für Leaders, also für die Leiter. Und was ich so begeistert finde, ist, was Paulus sagt. Wir erkennen alle stückweise. Aber dann kommt das Vollkommene. Und jeder von uns hat ein Stück. Also wir haben alle Bücher geschrieben. Genau. Das ist gut. Und jeder hat ein Stück. Die meisten von euch kennen die Bücher von Mama Maria. Viele kennen unser 40 Tage Reich Gottes Buch. Gibt es ja auch in Videoform. Und jetzt kommt ein nächstes Stück zusammen. Nämlich The Shift. Und jeder von uns drei erkennt ein Stück von dem Reich Gottes. Aber das ist total unvollkommen. Ja? Aber die drei Stücke wollen wir euch geben, die wir haben. Mehr haben wir nicht. Aber wir kennen den, der das ganze Bild hat. Und das ist Jesus. Amen. Wir wollen euch segnen mit den Büchern, die wir haben. Aber so wie Mama Maria sagt, das Allerwichtigste ist das Wort Gottes. Und, aber wir wollen jetzt ganz bewusst beten, dass wenn du dieses Buch liest, dass du näher zum Himmel kommst und verändert wirst, durch deine Gedanken, also durch diese Erneuerung des Sinnes, so sagt dieses Wort. Ja? Amen. Lass uns beten dafür. Ja? Amen. Jesus, wir danken dir für dieses Buch. Wir danken dir, Jesus, für
für alle Leser, die da reinkommen werden, die das lesen werden. Und wir danken dir, dass wenn die Worte gelesen werden, dass Veränderung geschieht in den Herzen und Nationen verändert werden dadurch in Jesu Namen. Amen. Ja. Amen. Und Vater, ich bete besonders für die Leiter dieser Welt, die jetzt vor ganz vielen Fragezeichen stehen. Denn alle oder fast alle Fundamente, auf denen wir bisher unser Leben gebaut haben, die aber nicht Reich Gottes Fundamente waren, werden erschüttert. Und ich bitte dich, Vater, dass hier keiner verzweifelt, sondern durchbricht in eine neue Dimension, Reich Gottes Leben. Und ich danke dir, Vater, dass wenn wir am Ende sind unserer Weisheit, du dann anfängst mit Wundern, die wir uns nicht vorstellen können. Ich bin überzeugt, dass wir in eine Zeit durchbrechen, wo Wunder die Alltagserlebnisse sein werden, wo die Kranken geheilt werden, Dämonen ausgetrieben werden, wo einfach der Herr die Menschen berührt mit seiner ewigen Herrlichkeit und Liebe und keiner mehr herumläuft und ein Bettler ist, sondern alle Königskinder Gottes, wissend, ich bin geliebt, gewollt, geschätzt und Gott hat große Pläne für mich. Und ich bin ein Segen für diese Welt und kein Problem. Und dafür bete ich jetzt, Vater, dass das geschieht durch diese Bücher. In Jesu Namen. Amen. Amen. So we officially declare and say it's launched and it's blessed. So, Benny, you can tell us where we can get the book, the details you are able to give us, please. Der Benny wird uns jetzt sagen, wo man diese Bücher bekommen kann. Ja, und zwar bekommt ihr das Buch vor allen Dingen in den ersten Wochen für limitierte Zeit für 4,99 € als E-Book auf the-shift-empowerment.org. Da müsst ihr eure E-Mail einmal eintragen und dann werdet ihr auch Teil unserer Community. Wir werden wahrscheinlich einen Book Club starten, den wir gemeinsam mit euch lesen. Genau, von daher kommt auf unsere Seite, folgt uns auf Instagram, stellt uns Fragen. Und dieses Video wird auch unter anderem in kleinen Häppchen auf Instagram auftauchen. Das wird gut. Genau. Und ich möchte noch was hinzufügen. Was der Daniel, der auch Wirtschaftsberater ist und Steuerberater, hat jetzt sein Buch geschrieben, Biblischer Umgang mit Finanzen. Amen. Und dann im Februar wird ein Buch kommen, das heißt Ab durch die Decke, das haben wir gemeinsam geschrieben, hinein ins Reich Gottes. Amen. Amen. Und wir müssen wirklich uns daran erinnern, dass wir hier nicht Erdenbürger sind, sondern himmlische Geschenke auf dieser Welt. Amen. Jeder von uns ist ein Vertreter des Königs aller Könige. Wir sind hier an Christi Stadt, Botschafter Jesu Christi. Und da durchzubrechen, und jeder, der hier hört, du bist ein berufener Botschafter an Christi Stadt in dieser Welt und du sollst scheinen wie ein Himmelslicht in dieser verkehrten und verrückten Gesellschaft. Und da setzen wir dich frei und dafür beten wir für dich. Denn das ist das, die Berufung deines Lebens, ein Licht zu sein für den Herrn aller Herren, den König aller Könige, der alles gegeben hat, damit wir herauskommen aus der Finsternis ins Licht. Shalom. Shalom.